bin heute hier für die Demokratie, zu verteidigen. Ja, ich wünsche mir von der Politik, dass sie auch was gegen rechts tut, denn ich meine, wir haben im Augenblick große Probleme. Ich möchte, dass sehr, sehr viele Menschen wählen gehen bei den nächsten Wahlen und nicht AfD wählen. Die Politik soll endlich aufhören, sich gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen und zu streiten und eine einheitliche Politik für Deutschland zu machen. Ganz klares Zeichen für Solidarität in der Gesellschaft, dass man offen ist, auch für Zuwanderer. Ich fand die Veranstaltung sehr gut und es war wichtig, hier ein Zeichen zu setzen für die Demokratie und ja, für ein friedliches Zusammenleben. Man hört es hinter mir noch, es war laut, es war voll. Das war ein richtig starkes Zeichen, das Mannheim heute mit der Kundgebung gegen Rechtsextremismus gesetzt hat. Wie viele jetzt tatsächlich da waren heute, da geht die Meinung ein bisschen auseinander. Die Polizei spricht in der Spitze bis zu 15.000 bis 20.000. Die Veranstalter haben vorhin mal 25.000 von der Bühne runtergerufen. Am Ende ist es auch egal, denn das Zeichen, das Mannheim heute gesetzt hat, ist so stark, da braucht das keine Zahl dahinter.